Jo Leute, was geht ab? GamerGoGo ist wieder am Start mit einem neuen kurzen und knappen Video. In diesem Video geht es darum, die drei größten Streaming-Dienste, die Dolby Atmos unterstützen und anbieten, euch vorzustellen und zu erklären, was es zu beachten gibt und was nicht. So, als erstes fangen wir mit Amazon Prime an. Amazon Prime ist wie gesagt Amazon Prime, wie man es so kennt. Und die Preise seht ihr alle im Hintergrund. Wie ihr sehen könnt, kostet Amazon Prime im Jahr 89,90 € ohne Dolby Atmos. Wenn ihr Dolby Atmos haben wollt, müsst ihr zusätzlich die werbefreie Option für 2,99 € im Monat extra buchen, damit ihr Dolby Atmos habt. Wer das haben will, muss man selbst entscheiden. Ich finde es happig. Aber naja, je nachdem, wie die Streaming-Dienste halt so sind. Ja, kommen wir mal zu Netflix. Netflix hat ja auch mehrere Abo-Modelle. Also bei Netflix Prime, Premium, 4K HDR, kostet jetzt neuer Preiserhöhung 19,99 €. Da ist Dolby Atmos enthalten. Aber es wird zwar auf der Streaming, also wenn ihr in der App seid, angezeigt über dem Video oder über eurem Film Dolby Atmos. Was ihr aber gucken müsst, ist, ob es auch Dolby Atmos auf Deutsch unterstützt. Viele Filme, wie es auch bei Disney noch so sein wird, unterstützen meistens Dolby Atmos nur in Englisch. Müsst ihr gucken, gibt es noch nicht so viele Filme. Aber ich finde es okay, weil für den Preis finde ich es okay. So, als nächstes die Premium, kostet 11,99 € monatlich. Da ist auch Dolby Atmos enthalten. Und genauso wie bei Netflix müsst ihr darauf achten, ob ihr es gucken könnt. Ich habe es noch nicht herausgefunden, wo man es gucken kann. Da ist es genauso, dass es Dolby Atmos unterstützt oder einen Film gibt. Aber es kann auch sein, dass es in Englisch nur unterstützt wird. Ja, und das sind die drei größten Streaming-Dienste, die im Moment Dolby Atmos unterstützen. Ich finde es gut, nur ein Infovideo für alle, die das haben wollen, und stellt gerne Fragen, wenn ihr wollt, in den Kommentaren, und bis bald, euer GamerGoGo.